Willkommen zu unserem heutigen Interview auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Jürgen Apitsch und zu Gast habe ich heute den Leutnant Christian Neumann vom Darmstädter Signal sowie Oberstleutnant der Reserve Michael Lindner. Und damit ist auch schon das Thema klar. Es geht um den geplanten Einsatz von Patriot-Systemen in der Türkei. Guten Abend, Herr Leutmann. Guten Abend, Herr Lindner. Guten Abend, Herr Apitsch. Guten Abend, Herr Apitsch. Ja, 400 Soldaten sollen nach dem Willen unserer Regierung jetzt an die türkisch-syrische Grenze abkommandiert werden. Mir erscheint es unglaubwürdig, denn als Begründung wird angegeben, Assad würde chemische Kampfstoffe gegen seine eigene Bevölkerung einsetzen. Und das wäre eigentlich ziemlich dämlich. So dämlich ist nicht mal Assad, denn im Moment ist die Bevölkerung das Einzige, was seinen Clan am Leben hält. Wenn diese ihn fallen lässt, dann wird er regelrecht hinweggefegt werden. Wie sehen Sie das denn? Naja, zunächst einmal haben die chemischen Waffen, die möglicherweise eingesetzt werden oder nach Meinung bestimmter Kreise eingesetzt werden könnten, nichts zu tun mit dem Einsatz der Patriot-Raketen. Das sind ja nun, als wenn sie Äpfel und Birnen zusammenzählen. Die Raketen haben, es wird vorgegeben, ein bestimmter Zweck. Und ob das nun große praktische Bedeutung hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur eine politische Geste gegenüber der Türkei. Aber lassen Sie mal die chemischen Waffen, machen wir vielleicht am Schluss, die haben erstmal mit dem Raketeneinsatz nichts zu tun. Ja, und außerdem gibt es Nachrichten darüber, dass Assad sämtliche Sarin-Vorkommen aus seinem Land hat wegbringen lassen, nämlich in Richtung Iran. Und auch das ist ein Zeichen dafür, also widersprüchliche Nachrichtenlage, dass wir hier einem trojanischen Pferd aufgesessen sind. Es wird ja auch begründet, unter anderem damit, dass Granatbeschuss aus Syrien auf türkischem Boden eingeschlagen sein soll und wohl auch ist. Andererseits mit Patriot-Raketen kann man, soweit ich weiß, sich gegen Granatbeschuss nicht zur Wehr setzen. Das ist korrekt. Dafür hat die Türkei übrigens auch eigene Systeme, nämlich die Hawk-Luftabwehrsysteme, die übrigens 10 Jahre älter sind als Patriot und wesentlich kleiner, aber im Grunde genommen eben genau gegen solche kleinen Ziele wirken. Und Patriot kam 10 Jahre später auf den Markt, war ja auch lange Zeit das Luftverteidigungssystem der NATO an den Außengrenzen. Und das hat ganz andere Funktionsweisen, nämlich gegen große Raketen, gegen Scud-Raketen, gegen Langstreckenraketen. Dafür wird Patriot eingesetzt. Ich wäre also dafür, vielleicht mal anzufangen irgendwie mit der quasi unüberschaubaren Gemengelage. Dieser eigentlich regionale Krieg in Syrien mit konfessionellen begründeten Wurzeln, mit ethnischen und dschihadistischen Anteilen, das ist für einen Außenstehenden, wie wir es in Deutschland sind, im Prinzip kaum zu beurteilen. Die Türken sind natürlich betroffen. Einerseits haben sie auf beiden Seiten sind ja Hunderttausende von Flüchtlingen und die Türkei ist also Opfer von Grenzverletzungen geworden, zweifellos. Aber wir müssen sehen, dass die Türkei allein schon durch ihr Engagement gegenüber den Kurden in der Gegend dort selbst Partei ist. Und wenn sie in der Kurdenfrage Partei ist und wenn sie ausbildet und unterstützt und Material beschafft für die sogenannten Freiheitskämpfer in Syrien, was auch in Übereinstimmung steht mit den Wünschen letztlich der USA, dann ist die Türkei gleichzeitig Kombattant. Und dann ist die Frage, ob wir uns in einen derartigen Konflikt begeben sollen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Apitsch, ich möchte nicht in der Haut unserer Regierung stecken. Weshalb nicht? Ja, weil letztendlich ist das überhaupt nicht sauber zu beurteilen. Hier wird meiner Ansicht nach, geht es um eine politische Geste gegenüber der Türkei. Ihr gehört zu uns. Dann sehen Sie mal, wir haben eine Grenze dort von 900 Kilometern. Und gut, da kommen Raketen aus Amerika, aus Holland und aus Deutschland. Das muss koordiniert werden. Aber Sie können ja diesen ganzen Bereich, diese 900 Kilometer, letzten Endes nicht abdecken. Ja. Und wenn chemische Waffen eingesetzt werden, meinetwegen auch mit Mörsern, Artillerie, so ist das meistens, auch da nützen die Raketen nichts. Ja, aber verzeihen. Ja. Ich habe Sie unterbrochen. Gut, machen wir weiter. Die Regierung scheint es aber ernst zu meinen. Heute sind 4 syrische Botschafter aus Berlin ausgewiesen worden, aus der Botschaft. Welche Gründe und vor allen Dingen welche Gefahren verbergen sich denn nun hinter dieser Entscheidung, die Soldaten darunter zu schicken? Ja, also wenn Sie mich fragen,
geht es hier ganz klar darum, dass die Deutschen wieder einen Beitrag zu leisten haben, und zwar diesmal im Vorfeld des Krieges, bevor er ausbricht. Wenn wir in den Irak schauen, 2003, da war es ja so, da hat Amerika angegriffen und die Deutschen haben dann durch Schröder dann noch Nein sagen können, obwohl sie indirekt doch unterstützt haben. Aber jetzt sind die Deutschen erstmal vor Ort, das heißt, ab Januar werden wir die Kräfte da haben, und danach gehe ich davon aus, werden wir den Angriff auf Syrien kriegen, also den Angriffskrieg der Koalition der Willigen. Die Amerikaner werden dort mitmachen. Wir haben die 6. US-Flotte schon seit Monaten im östlichen Mittelmeer operativ präsent. Wir haben im Übrigen auch schon seit Anfang des Jahres den einzigen russischen Flugzeugträger in der Hafenstadt, in der syrischen Hafenstadt Tartus vor Anker liegen. Und diese Sache könnte sich zu einem international bewaffneten Konflikt ausweiten, inklusive der Beteiligung Chinas. Denn Russland und China haben im UN-Sicherheitsrat lange Zeit gegen das Eingreifen in Syrien ihr Veto eingelegt. Und ich denke, dass jetzt die Koalition der Willigen die Schnauze voll hat und wirklich in Syrien klar Schiff machen will. Und diese Geschichte, Syrien ist nur ein Meilenstein auf dem Weg nach Teheran. Es soll um den Iran gehen, und ich denke auch, dass mittelfristig Israel dort mitkämpfen wird. Ja, nun ist das ja problematisch, was unser Grundgesetz betrifft. Es ist immerhin die Vorbereitung eines Angriffskrieges nach § 80 Grundgesetz, und den werde ich mal kurz vorlesen. Wer einen Angriffskrieg nach Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes, an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Sehen Sie hier ebenfalls einen Konflikt mit unserem Grundgesetz? Sie müssen hier den Vorsatz nachweisen können. Und den können wir nicht nachweisen, weil das Mandat, wie es jetzt den Abgeordneten in Berlin vorgelegt wird, viele Dinge ausschließt. Es schließt aus, dass diese Patriot im syrischen Luftraum agieren. Es schließt weiterhin aus, dass keine Flugverbotszone mit Patriot-Systemen abgesichert werden soll. Das Mandat soll 25 Millionen Euro für ein Jahr befristet kosten, also der Gesamteinsatz. Mit diesen Argumenten sichert sich diese Regierung hier ab, obwohl sie schon längst geheime Informationen besitzt, in deren Folge sie sich in diesen Krieg hineinziehen lässt. Aber die Bündnissolidarität wiegt hier so schwer, dass Deutschland nicht Nein sagen kann, auch wenn Merkel jetzt kurz vor dem Wahlkampf September 2013 hier am liebsten Nein sagen würde. Herr Apisch, man muss noch dazu sehen, dass, wenn Sie die Rolle des NATO-Generalsekretärs Rasmussen beleuchten, die Frankfurter Allgemeine hat da am 7. jetzt berichtet, der hat zu den NATO-Außenministern in Brüssel darüber gesprochen, er will eine Diskussion haben über Pläne zum Eingreifen in Syrien. Das soll er gemacht haben, ohne seinen eigenen Stab einzubinden. Auch die Amerikaner und die Türken wurden nicht vorab informiert. Inzwischen ist es so weit, dass die Türken, die Briten und die USA dafür sind, solche Pläne zu entwickeln, während die Deutschen, die Franzosen und etliche andere also dagegen sind. Da findet schon wieder eine Lagerbildung innerhalb der NATO. Da findet da schon wieder statt. Ja. Und stellen Sie sich mal vor, was es bedeutet, NATO-Soldaten an der Grenze dort. Die sind ja auch, also deutsche Soldaten auch, ein willkommenes Ziel für diejenigen, die uns da verwickeln wollen. Dann würde also der regionale Konflikt internationalisiert sein. Das ist, hat also eine derartige Eskalationskraft. Das kann gar nicht im deutschen Interesse, wenn wir von deutschen Interessen sprechen, sein und auch, eigentlich auch nicht im wohlverstandenen Interesse der NATO. Mhm. Und was Amerikaner betrifft, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich kann nur so als informierter Bürger, ich bin ja nicht mehr im Dienst, aber als informierter Bürger nach diesen ganzen Irak-Geschichten, was man auch heute noch alles liest, also das Vertrauen, wenn die jetzt sagen, der Nachrichtenbericht vom amerikanischen Nachrichtendienst, der würde schon seine Chemiewaffen da anrühren, die Komponenten zusammenfügen, auch wenn es in den Flugzeugen noch nicht montiert sei. Was soll da herbeigeredet werden, Herr Apisch? Was soll dabei herbeigeredet werden? Da ist mein Vertrauen Amerika gegenüber im Prinzip nicht mehr vorhanden, dieses blinde Vertrauen.
als Jünger, das hatte ich. Das ist vorbei. Das ist eindeutig vorbei. Naja, klar, aber machen wir uns nichts vor. Es geht letztlich darum, US-amerikanischen oder auch europäischen Ölkonzernen den Zugang zu gutem, teuren, schwefelfreien persischen Öl zu öffnen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hoch ist die Gefahr einer totalen, kompletten Eskalation, dass es wirklich zu einem richtigen dritten Weltkrieg kommt? Ja, diese Gefahr war ja vor einem Jahr schon absehbar, als es darum geht, dass Israel ja schon gegen den Iran vorgehen wollte mit US-amerikanischer Unterstützung, aber diese Unterstützung nicht bekam, weil Obama sich noch im Wahlkampf befand. Und wir wissen aus Erfahrung, dass gerade dann mit solchen Schritten vorsichtig vorgegangen wird. Wir haben allerdings das klare Ultimatum von Obama, dass bei Einsätzen von Chemiewaffen der eine rote Linie überschritten werden würde. Westerwelle hat das als Ja-Sager bestätigt, so ist, sieht es aus, und im Vorfeld dessen will man ja Patriot jetzt einsetzen, wohl wissen, dass man den Chemieangriff, sollte er denn kommen, was völlig Utopie ist, nicht abwehren könnte, denn eine zerstörte chemische Waffe würde trotzdem ihre giftige Last über die Region ausschütten und dann viele Menschen ins Elend und in den Tod reißen. Jetzt verstehe ich. Gut, Einstein hat ja mal gesagt, er wisse zwar nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber er wüsste, mit welchen Waffen der Vierte Weltkrieg ausgetragen wird, nämlich mit Pfeil und Bogen. Hat er damit recht? Nein, der Vierte Weltkrieg wird aus dem Weltraum koordiniert mit der Satellitentechnologie, die wir jetzt haben. Der Vierte Weltkrieg findet im Cyberspace statt. Ich möchte nur an Stuxnet erinnern, den Virus, den die Amerikaner mit israelischer Unterstützung in iranische Atomkraftwerke eingeschleust haben. Der Vierte Weltkrieg findet mit Drohnen statt, das heißt mit autark operierenden Waffensystemen, die sogar emotionale Subroutinen besitzen werden. Das heißt, die Waffen werden autark entscheiden, ob sie ein Ziel angreifen oder nicht. Soweit ist die Rüstungstechnologie schon. Und Deutschland will jetzt ebenfalls diese mörderischen, unethischen Waffen einführen. Und das ist eine zweite Debatte, die wir auch an einer anderen Stelle führen müssten. Was müssen wir uns eigentlich überhaupt unter einem Weltkrieg mit nuklearen Waffen vorstellen? Was heißt das eigentlich? Das kann sich doch eigentlich gar keiner vorstellen. Zurzeit sind die nuklearen Waffen nicht die großen Massenvernichtungswaffen, die wir aus den 80er Jahren kennen, sondern es sind die Mini-Nukes, die mit abgereichertem Uran kleinstflächig eingesetzt werden und über Jahre hinweg diese Flächen verseuchen, sodass die Menschen, die nach dem Konflikt dort Ackerbau betreiben, dort leben, kontaminiert werden mit Nanopartikeln, radiologisch verseuchte und toxische Partikel und dann unfruchtbar werden oder Nachkommen erzeugen, die entsprechend behindert sind, Fehlbildungen haben. Das ist zurzeit die Lage. Und die großen atomaren Waffen, die sind zum Glück nach 86, wo es fast geknallt hätte nach Abel Archer, der NATO-Übung, wo dann der russische Oberstleutnant Pietrov gerade noch den Atomkrieg verhindern konnte. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Also da habe ich persönlich keine Angst. Es bedrohen uns zurzeit andere Systeme. Aber im Moment ist das ja... Ja, haben Sie auch noch was zu sagen? Bitte, gerne. Ja, ich war mal in einer ABC-Abwehrzentrale, in einer ABC-Meldezentrale. Das heißt, wir haben diese Dinge durchgespielt dort. Ich kann Ihnen sagen, dass wenn ein Atomkrieg stattfindet, das sind derartig unvorstellbare Wirkungen von den Politikern. Ich glaube, Helmut Schmidt konnte sich das vorstellen. Das hat er ja auch in den Büchern, in seinen Büchern dann beschrieben. Es ist ja nicht nur der Punkt, wo die Waffen eingesetzt werden, sondern diese Verstrahlungen, je nach Windrichtungen, in unterschiedliche Richtungen. Ich habe heute noch im Kopf, dass eine 20-Kilotonnen-Bombe wie Hiroshima, dass die Wolkenuntergrenze ist 5,6 Kilometer und die Wolkenobergrenze ist 12 Kilometer, aber in den dazwischenliegenden Luftschichten fliegt das in alle möglichen Richtungen. Wir hatten den Auftrag, in Deutschland damals, im Kalten Krieg,
alle paar Stunden Ballons hochgestiegen, um in den verschiedenen Luftschichten festzustellen, wohin der Wind weht, um das vorauszusagen, wo die strahlenden Partikeln den Soldaten oder den Menschen in den Kragen rieseln, damit sie möglichst, wenn das alles funktioniert hätte, mit den Meldungen und den Warnungen, dass sie möglichst vorher aus dem Gebiet rausgekommen wären. Aber bei großen Bomben, sagen wir mal 50 oder 100 Megatonnen, wo allein die Wolke, die Detonationswolke im Radius größer ist als die Ost- und Westküste von Schleswig-Holstein, dann nützen solche Warnungen dann auch nichts mehr. Und wenn Sie hinterher jetzt gehört haben, nach der Wiedervereinigung, nach Auflegung, dass der Warschauer Pakt allein Schleswig-Holstein, das war mein Gebiet, wo ich also damals Verantwortung trug, 89 Atomsprengkörper, möglicherweise sogar noch Bodendetonationen. Bodendetonationen bei einer 20 Kilo KT-Bombe, da haben sie, wie Hiroshima-Typ, da haben sie im Prinzip eine Kratertiefe 50 Meter, Durchmesser von 140 Meter. Dieses ganze Material wird ja hochgezogen, wird radioaktiv und rieselt irgendwo je nach Windrichtung wieder runter. Wenn Sie jetzt 89 solcher Bomben haben, auf so einem kleinen Bundesland, da ist im Prinzip das Leben vorbei. Und das Ganze war eigentlich nur, so haben die Militärs das jedenfalls gerechtfertigt, nur zu rechtfertigen, weil die Abschreckung im Ergebnis, ob nun Zufall oder nicht, das hat letzten Endes funktioniert. Aber es ist sicherlich kein... Man kann nicht zur Abschreckung gedacht. Babic, ich möchte noch mal betonen, ich wollte mit keinem Wort die Bedrohung von solchen Waffen, die Oberstleutnant Lindner hier gerade erwähnte, hier runterspielen. Ich wollte mit meinen Ausführungen nur sagen, dass zurzeit Kleinwaffen auch auf dem Markt sind, die eingesetzt werden, permanent in den Konflikten auch, wo die NATO Akteur ist und entsprechend Schäden, nachhaltige Schäden an der Bevölkerung anrichtet. Ja, wobei im Grunde genommen es auf diese Antworten nur eine logische Folgefrage gibt, nämlich sind die verrückt geworden oder stützen die sich vielleicht auf irgendein Kalkül, von dem ich noch gar nicht weiß, dass es das gibt? Ja, es gibt Quellen, die sagen, dass die 7 Milliarden Menschen, die wir zurzeit haben auf dem Planeten, dezimiert werden sollen. Das sind zum Teil Informationen aus sogenannten verschwörungstheoretischen Quellen. Die Regierungen unserer Länder bestreiten sowas selbstverständlich. Aber es gibt auch einige, die von diesem HARP-System sprechen, dem Geoengineering. Übrigens, auch die Grüne Partei hat dieses Thema bereits aufgenommen. Also so verteufelt ist es nun auch nicht. Geoengineering ist etwas ganz Spannendes. Man arbeitet mit den Frequenzen der Ionosphäre und versucht darüber Energien freizusetzen, die zum Beispiel Eis schmelzen können, die zum Beispiel Wolken auflösen können, bis hin zu Dürre verursachenden Ereignissen. Also die ganze Sache, die ist ziemlich umfangreich. Und ich sage Ihnen nur was. Wir beide sind ja hier Soldaten, die nur Zugang zu öffentlichen Quellen besitzen. Und es gibt auch die geheimen Informationen. Die sind auch geheim und das bleibt auch geheim. Aber was glauben Sie denn, was den Charakter erfüllt, unter geheim bearbeitet zu werden? Das sind exakt solche Dinge. Ja, das halte ich persönlich nun alles für ein bisschen Spekulation. Also jedenfalls habe ich weder in der Ausbildung noch mal im Literaturstudium, sagen wir mal, diese Gedankengänge irgendwo vorgefunden. Dazu möchte ich dann vielleicht nicht viel sagen. Mir wäre eigentlich lieber, dass man vielleicht auf das eigentliche Thema irgendwie wieder zurückkommt, auf diese Patriot-Geschichte und auf diesen Konflikt mit den sehr vielen Variablen, die hier eine Rolle spielen. Ob das überhaupt in den Wirkungen insgesamt, durch welche Regierung auch immer, handelbar ist, ja. Da habe ich persönlich Zweifel. Welche Faktoren spielen denn Ihrer Meinung nach alles damit rein? Da haben wir einmal Salafisten, dann haben wir Saudi-Arabien und Katar. Es geht um Pipelines und um Gas. Das sind ja ganz wahnsinnig viele Komponenten. Welche halten Sie denn dafür am relevantesten? Tja, Sie haben ja hier wieder das Muster, auf der einen Seite die Amerikaner und auf der anderen Seite den Russen, der hinter den Syrern steht. Das ist das alte Strickmuster.
Das ist ja nicht dadurch, dass der Kalte Krieg also vorbei ist, ist das ja noch nicht aufgehoben. Aber allein, wenn Sie das, dieses erleben, dass die NATO sich möglicherweise jetzt in verschiedene Subgruppen aufspaltet, davon habe ich vorhin schon gesprochen. Die einen sagen dafür, für die Pläne, die anderen sind dagegen. Das haben Sie auch bei dem Libyen-Einsatz gesehen. Die unterschiedlichen religiösen Strömungen dort im Nahen Osten. Die Russen, die man draußen halten will. Dann sind die Iraner, dann haben wir die Chinesen. Wie das alles geregelt werden soll, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Welt immer multipolarer wird. Die Zeit arbeitet ja nicht für uns. Tja, ich bin schon älter, also mir macht das Ganze ganz schön Angst. Herr Habitsch, wenn ich das ergänzen darf, ich denke, dass es hier auch um das Eingeständnis geht, im Nahostkonflikt keine Lösungsstrategien zu haben. Also der Westen ist quasi erledigt, er muss neue Ansätze verfolgen und er kann einfach nicht zivile Konfliktbewältigung, das beherrscht er nicht. Deshalb muss er zuschlagen, er muss den Kampf führen und deshalb möchte er nicht im Nahen Osten direkt, aber Syrien zum Beispiel als direkter Nachbar intervenieren, um darüber hinaus dann auch in den Iran zu gehen, um erstmal Israel selbst diese Angst zu nehmen, notfalls auch mit Atomwaffen, denn es geht um die große Angst, dass der Iran sich atomar bewaffnet. Ich teile das nicht. Ich bin auch der Meinung, der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Das ist vorbildlich. Israel hat diesen Vertrag nicht unterschrieben. Das ist sehr schade. Israel verfügt bereits über mindestens 200 bis 500 Atomsprengköpfe. Und der Iran wird vermutlich, wenn er denn tatsächlich zu dieser Waffe strebt, in 1 bis 2 Jahren soweit sein. Sieht es aus. Also es geht nicht nur um Öl und Gas. Es geht auch um die Angst, dass ein neues muslimisches Land diese Atomwaffe, also das maximale Abschreckungsinstrument, in die Hände bekommt. Und damit wären sie auf Augenhöhe der NATO. Und das möchte man verhindern. Wobei natürlich wir den Israelis einiges an Atom-U-Booten geliefert haben in der letzten Zeit. Und die sind inzwischen mit atomaren Raketen bestückt worden. Das heißt, die Israelis haben da immer eine Zweitschlagsfähigkeit. Das müsste doch eigentlich den Iran auch abschrecken dann. Insbesondere deshalb, weil diese U-Boote ja vom Standort eher versteckt operieren. Sie sind in den Weltmeeren unterwegs, sie sind un Okay, da hat es gerade abgebrochen. Ich hoffe, Sie hören mich noch beide. An dieser Stelle melde ich noch mal eine Frage. Gut, dann müssen wir noch mal anrufen. Kleinen Augenblick, machen wir auch gleich. So, dann geht's weiter. Dann werde ich die letzte Frage noch mal stellen, Herr Leutner, Herr Neumann. So, Israel hat ja von Deutschland Atom-U-Boote geliefert bekommen. 5, glaube ich, oder sogar 6. Die sind bereits bestückt mit atomaren Raketen. Das heißt, selbst wenn der Iran irgendwann mal in den Besitz einer Atombombe käme und die würde er dann tatsächlich gegen Israel einsetzen, würde er damit seinen eigenen Untergang besiegeln. Deswegen halte ich dieses Risiko für sehr, sehr gering. Wie sehen Sie das? Ich bin der Meinung, dass Israel auf seine Atomwaffen nicht verzichten wird. Und selbst wenn der Iran zur Atomwaffe strebt, weiß er, dass er sie nie einsetzen wird. Denn aufgrund dieser 5 bis 6 U-Boote Israels, die bereits bewaffnet sind, hat er gar keine Chance, diesen Schritt zu gehen. Mit anderen Worten, es geht dem Iran maximal darum, auf Augenhöhe zu kommen mit dem Staat, durch den er sich bedroht fühlt, durch dessen Regierung, wenn man es genau sagen will, er sich bedroht fühlt. Das heißt, es ist nur legitim für ein Land, das den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet hat, genau das Potenzial zu erreichen, das die anderen Staaten ebenfalls besitzen. Gut, die meisten Europäer denken,
Was geht es mich an? Das ist doch weit weg im Nahen Osten, im Mittleren Osten. Wenn es knallt, dann vielleicht sogar in Zentralasien. Aber wir hier in Europa, wir haben es doch warm. Uns kann nichts passieren. Andererseits habe ich mir überlegt, dieser amerikanische Raketenschutzschild, der steht ja nicht in den USA, sondern bei uns in Europa. Und wenn ich ein Russe im Krieg wäre, dann würde ich natürlich diesen Raketenabwehrschirm zerstören wollen. Ich denke, da droht uns vielleicht doch mehr Gefahr, als wir uns bewusst machen. Da sagen Sie das genau Entscheidende. Denn dieser Raketenabwehrschild ist genau das Problem im NATO-Russland-Rat. Hier, sage ich mal, kriselt es enorm. Und wenn jetzt noch Syrien dazukommt, das heißt die Patriot-Stationierung in der Türkei, das ist nicht Teil dieses Raketenabwehrschirms. Es ist eine andere Dimension. Es ist temporär eingerichtet. Allerdings ist das hier schon die Probe auf Exempel, wie reagiert Russland auf diesen Schritt? Ich sagte es schon, der Flugzeugträger Admiral Krosnow, der zurzeit im syrischen Hafen liegt, das ist schon ein Zeichen. Und diese Konfrontation dürfen wir nicht zulassen, denn wir haben ja das zarte Pflänzchen NATO-Russland-Rat und der Dialog zwischen beiden Ländern, nein, zwischen Russland als Land und NATO als Bündnis, der muss zwingend fortgesetzt werden, denn Europa ist sich einig. Es geht nur mit Russland freundschaftlich, denn Russland hat das, was die Industriestaaten brauchen, Energie, und die Industriestaaten haben das, was Russland braucht, Devisen. Man kann sich einigen, aber bitteschön, hört endlich auf mit diesem Säbelrasseln auf diesem Niveau. Mir fällt auf, dass die NATO ein unglaublich hohes Risiko eingeht. Und ich frage mich, ob das vielleicht der Beweis ist, dass die eine Agenda verfolgen, die einem bestimmten Zeitplan unterliegt und dass denen die Zeit wegläuft, dass sich quasi ein Zeitfenster schließt. Und solange es noch ein klein bisschen offen ist, wollen die jetzt so viel erreichen wie nur irgend möglich. Ja, wir haben die US-Wahl liegt hinter uns, die deutsche Wahl ist noch weit vorne. Jetzt geht es darum, in Israel zu wählen. Also die politischen Ereignisse sind immer Meilensteine, wenn es darum geht, militärische Aktionen oder Reaktionen durchzuführen. Man sagt ja nach Clausewitz, dass der Einsatz von Militär, also Krieg, die Fortsetzung der Politik sei. Wohingegen es auch andere Denker gibt, die der Meinung sind, dass Krieg niemals Mittel der Politik ist. Ludendorff zum Beispiel ist da ganz anderer Auffassung gewesen. Ja? Und mit dieser Denke, mit diesen Maßstäben wird ja immer noch Strategie betrieben. Und da müssen wir von weg. Wir sind im Prinzip in einer Moderne gefangen, die nur aus sich heraus, also zur Postmoderne werden kann, wenn wir endlich die Gewaltlosigkeit und auch defensive Maßnahmen im Falle von Bedrohungen ernster nehmen und in unsere strategischen Planungen einbinden. Nur dann können wir endlich das erreichen, was in allen völkerrechtlichen Schriften zurzeit manifestiert ist. In der UN-Charta ist der Weltfriede drin. In unserem deutschen Grundgesetz ist der Weltfriede drin. Wir haben die Charta der Menschenrechte. Wir haben die Menschenrechtskonvention Europas. Es ist alles niedergeschrieben. Auch die Genfer Abkommen verlangen es von uns. Und dennoch handeln diese Staaten, die sich dem Wachstum verschrieben sehen, völlig irrational. Ich würde das gerne nochmal aus wehrrechtlicher Sicht beleuchten. Ich habe damals auch meinen Wehrdienst gemacht. Ich habe zwar dann verweigert, aber ich habe wenigstens gewusst, was ich verweigere. Und mir hat man damals ganz klar erklärt und beigebracht, ich muss Befehle ausführen, natürlich, aber nicht jeden. Das heißt, wenn mein Spieß mir befohlen hätte, Gefreiter Abitsch, gehen Sie mal zur Bank, rauben Sie die leer und bringen Sie mir das Geld. Dann hätte ich diesen Befehl mit Fug und Recht verweigern dürfen, ohne dass mir daraus Schaden oder Nachteile entstanden wären. Daher meine Frage jetzt an Sie, hätten denn diese 400 Soldaten nicht auch das Recht, diesen Befehl zu verweigern? Die haben doch, fangen wir mal mit dem Beispiel Afghanistan an. Warum sind deutsche Soldaten in Afghanistan? Der Soldat geht hin wegen der 110 Euro, die er steuerfrei pro Tag dazu kriegt. Der junge Leutnant, der will Karriere machen.
Der General fordert Verstärkung, so ist er auf die Welt gekommen. Die Regierung erzählt uns nicht die ganze Wahrheit, wenn man das Wort Lüge vermeiden will. Das Parlament soll kontrollieren, kann es aber gar nicht. Weil sie von den Kräften und vom Sachverstand, da sind ja gar nicht die Köpfe dafür da. Und jetzt kommt das Schlimmste, der Bevölkerung ist das alles scheißegal, die will zufrieden gelassen werden. Das, Herr Arpetsch, ist genau die Gemengelage, die es gestattet, solchen Szenarien hier Raum zu geben. Und das ist mit der Patriot-Sache, das ist natürlich rein fachlich, selbst für die Experten ist das also alles noch viel schwieriger zu beurteilen. Ich persönlich bin außerordentlich betroffen. Ich bin nun ein anderer Jahrgang als Herr Neumann. Ich muss sagen, ich stelle bei mir persönlich fest, eine enorme Distanz immer stärker. Ich fahre da auch nicht mehr in Urlaub hin, also zu Amerika. Da war vor 14 Tagen eine Tagung in Berlin, die sogenannte Souveränitätskonferenz. Da sagte der ehemalige Verteidigungsstaatssekretär Wimmer, CDU, der sagt, Werte und Westen, das war mal etwas Gemeinsames. Heute dreht sich einem der Magen um. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wenn wir nicht mehr wissen, wofür wir dienen, wo soll denn die Wehrmotivation herkommen? Und die Leute, die da jetzt runtergehen, Herr Arpetsch, wenn man 20 Jahre alt ist, das Geld stimmt, Abenteuer ist es auch. Die großen Fragen, die wir hier heute anreißen miteinander, Sie und wir, versteht der 20-jährige Soldat sowieso nicht. Der ist auch immun, egal was Sie ihm raten. Der sagt, wieso, ich habe einen vernünftigen Chef, die Kohle stimmt, das bringt Spaß, ich habe gute Kameraden und mehr ist da nicht. Hm. Das ist keine Verweigerung. Wenn Sie verweigern wollen, das sind ja alles Freiwillige. Natürlich, die Öffentlichkeit wirft denen das auch vor. Ich will Ihnen das an einem Beispiel sagen. Ich verwickle oft Leute in Gespräche, gerade über Afghanistan, weil das Beispiel irgendwie eingängiger vielleicht noch ist. Neulich eine Frau in der Uckermark, sagen wir mal, mit Afghanistan, was sagen Sie dazu? Lassen Sie mich zufrieden. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe die da nicht hingeschickt. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Die tun mir auch nicht leid, sagte sie wörtlich, wenn denen was passiert. Die machen das für viel Geld. Und nun lassen Sie mich zufrieden. Die müssen wissen, was sie tun. Ich will damit nichts zu tun haben. Und dann ging sie weiter. Das ist fast flächendeckend die Meinung. Sie müssen nur mal sich umhören. Ja, und ergänzend zu dieser Frage der Gehorsamsverweigerung. Ich habe es im Auslandseinsatz im Kosovo damals versucht. Die Antwort meines Vorgesetzten war es, Herr Neumann, wir lösen Sie ab und holen einen Ersatz für Sie. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn also der einzelne Soldat aus Gewissensgründen oder aufgrund eines Straftatbestandes, also eines rechtswidrigen Befehles, den Gehorsam verweigert, dann wird im Zweifel einfach ein anderer diesen Auftrag bekommen. Und spätestens der fünfte oder sechste wird diesen Befehl ausführen, weil er entweder eine andere Gewissensschwelle hat oder weil er ja einen ganz anderen Blick auf diese Geschichte wahrnimmt. Gut, jetzt stellt sich die Frage, was können Sie vom Darmstädter Signal tun, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Und was können wir, was können unsere Hörer tun? Ja, also wir vom Signal müssen uns zunächst mal vernetzen. Wir müssen viel mehr Menschen erreichen, zunächst Soldatinnen und Soldaten, Deutsche, danach Soldatinnen und Soldaten der Nachbarländer Europas, danach auch und gerne NATO-Staaten außerhalb Europas und selbstverständlich unsere Bevölkerung und das über unsere Familien. Dort müssen die Gespräche geführt werden. Wir brauchen kein Wetten, dass. Wir brauchen keine Musikshows nachts im Fernsehen. Also ich sage dazu immer Gehirnerweichungs-Entertainment. Nein, wir brauchen diese Debatten. Denn auch wenn wir nicht direkt betroffen sind, wir sind es spätestens morgen. Und dann wollen wir Deutschen wieder von nichts gewusst haben. Und an der Stelle setze ich an. Und außerdem müssen wir schauen, dass unsere Regierungen, auch die Opposition, die wir haben, endlich wach werden. Und wenn sie es nicht werden, wird dieses System sie bald überleben. Das heißt, beseitigen.
Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Nichts Geringeres, Herr Arpitsch. Und jeder, der kann, möchte dazu sagen, der hat die Verpflichtung, etwas in dieser Richtung zu tun. Sich erstens selbst zu informieren und das dann weiterzugeben. Es ist für mich natürlich selber sehr beschämend, eigentlich nach meiner Zurruhesetzung und nachdem ich den Militärdienst aufgegeben habe, mich mit diesen ganzen Grundlagen zu beschäftigen. Das habe ich früher während der Dienstzeit, auch aus Zeitgründen, kann man das eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ganz froh, entschuldigen Sie, dass Sie noch was gesagt haben, denn ich wollte vorher noch was sagen. Es möchte nicht, dass sagen wir, die USA jetzt als Buhmann dastehen, sondern wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen der US-Regierung einerseits und der Masse der amerikanischen Bevölkerung andererseits, die vielleicht nicht unbedingt aus Bildungsathleten nur besteht, aber die ja letztlich doch mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun haben wollen und genauso hilflos ihrer Regierung ausgesetzt sind, wie ja letztlich auch wir hier in Deutschland. Gut, eigentlich komme ich jetzt so langsam zum Schluss meiner Fragen, aber es ist ja durchaus möglich, dass Sie noch irgendetwas sagen wollten, was ich einfach nicht gefragt habe, weil ich es nicht wusste, weil es mir nicht eingefallen ist. Ich würde Ihnen gerne noch ein Schlusswort erteilen. Ja, aber zunächst einmal finde ich es sehr wichtig, dass genau dieses Thema hier besprochen worden ist. Zum anderen möchte ich noch einmal eindringlich auf den Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes hinweisen, nämlich das Recht des Widerstandes unserer Bevölkerung gegen eine Regierung, die nicht im Sinne der Wählerinnen und Wähler handelt. Eine Regierung, die uns den Lissabon-Vertrag beschert hat, worin wieder die Todesstrafe legitimiert worden ist und in dessen Folge, wenn wir zum Beispiel die modernen Drohnen dann in den Einsatz bringen, nachher auch wieder vollstreckt werden darf, ohne richterlichen Prozess, ohne Anklage, ohne Verteidigungsmöglichkeiten der entsprechenden Opfer. Wir bewegen uns in eine Richtung, die alarmierend ist. Schauen Sie sich nur ACTA an, schauen Sie sich nur INDECT an, diese ganzen Projekte, die da auf den Menschen zukommen. Es geht in Richtung Überwachungsstaat. Die Regierung merkt allmählich, dass sie sich ihrer Bevölkerung nicht mehr entledigen kann. Sie will sie kontrollieren und diese Gefahren müssen wir uns alle bewusst sein. Das heißt, es ist nicht im Ausland das Szenario zu beleuchten, sondern auch hier vor der eigenen Haustür. Wir haben sehr viele Familientragödien. Wenn Sie sich die Zeitung anschauen, Familienväter, die ihre Familien töten, die Häuser anzünden, weil sie ihre Familien nicht mehr ernähren können. Es sind soziale Problemfälle im Land, die zunehmen. Wir haben Renten, die nicht mehr ausreichen, die Menschen zu ernähren. Die Menschen müssen immer länger arbeiten. Alles diese Punkte, das gehört zusammen. Das ist ein großes Gerüst. Und wenn wir das nicht durchbrechen mit neuen Konzepten, dann sitzen wir irgendwann noch hier und haben nichts erreicht. Wenn jetzt aber wirklich mal, sagen wir mal, 1 Million protestierender Bürger zusammenkommt, um zu protestieren und zu demonstrieren, um eben auch Artikel 20 durchzuführen. Das ist ein harter Artikel, der erlaubt nämlich jedem, der es darauf anliegt, unser freiheitliches, demokratisches Grundprinzip außer Kraft zu setzen, das Recht hat, die Verantwortlichen dafür zu bekämpfen und außer Gefecht zu setzen. Notnötigenfalls sogar mit Gewalt. Und in dem Zusammenhang erinnere ich mich daran, dass wir jetzt ja auch eine bewaffnete Bundeswehr im Inneren haben. Würden die dann auf uns schießen? Würden Sie den Befehl geben oder gibt es Offiziere, die dazu bereit wären? Also gehen Sie mal davon aus, soweit ich die Armee, wie sie ist, sehe und verstehe, müssen Sie damit rechnen. Im Allgemeinen, weil die Befehle werden entsprechend so begründet, dass der gehorchen soll, das auch ohne größere Schwierigkeiten dann tun wird. Aber Sie fragten ja so nach der Demonstration, nach dieser Million Menschen, die auf die Straße gehen. Wenn es gelänge, in diesen Fragen mal 1 Million Menschen auf die Straße zu kriegen, wir hatten das ja 1982 oder 83 in Bonn damals, da war ich noch dabei, das, bei der Nachrüstungsdebatte, da war es ja nah. Das beeindruckt die Regierung, so etwas beeindruckt
sie dann schon. Da ist schon Einfluss möglich. Aber dass gewaltsamer Widerstand geleistet wird, das ist mir im Moment noch nicht vorstellbar. Wenn aber der Befehl gegeben werden sollte, dann dürfen Sie darauf bauen, dass der auch befolgt wird. Also in Deutschland noch eher als woanders, ganz bestimmt. Wenn ich das noch ergänzen darf, Herr Apic, wir haben die Eurogen IV. Die ist bereits aktiv mit über 3000 Kräften mit dem Hauptquartier im italienischen Vicenza. Das ist eine Polizeigendarmerie, eine paramilitärische Polizei im Grunde genommen. Und auch hier war sich die Regierung auch schon klar, im Klaren. Die meisten deutschen Soldaten sind so gut geschichtlich geschult, dass sie diesen Befehl, den Gehorsam verweigern werden. Das heißt, wenn sie auf eigene Landsleute schießen müssten, nur weil diese demonstrieren. Deshalb hat man Eurogen IV eingeführt, um in solchen Fällen fremde Polizisten, also paramilitärische Soldaten, Gendarmerie, in das andere, jeweils andere europäische Land zu bringen, um entsprechend mit einer niedrigeren Hemmschwelle auf die entsprechenden Zivilisten zu wirken. Das hat man alles schon durchdacht. Und das ist eine Schweinerei seinesgleichen. Herr Neumann, Herr Lindner, ich habe noch viele Fragen, aber wir dürfen auch nicht zu lang werden, sonst springen uns die Hörer ab, falls Ihnen zu lang wird. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch und ich würde sehr gerne noch ein weiteres Interview mit Ihnen machen. Da geht es dann zum Beispiel um die Rekrutierung von Nachwuchs an Schulen. Da geht es eben auch um die Frage der kritischen Masse. Wie viele Leute ist eigentlich so eine Eurogen-IV-Truppe bereit zu ermorden? Wären die in der Lage, die halbe Bundesbevölkerung auszurotten? Das sind alles Fragen, die mich noch sehr interessieren. Aber das kriegen wir heute nicht mehr durch. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Noch, weil Sie gerade sagen, Schulen. Nur ein letzter Satz. Es gibt zwei Bücher von Michael Schulze von Glasherr mit SZ in der Mitte geschrieben. Golf, Lima, Alpha, SZ, Echo, Romeo. Das eine heißt Soldaten im Klassenzimmer, die Bundeswehr an Schulen. Das andere heißt An der Heimatfront, Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsförderung der Bundeswehr. In diese Problematik versuche ich mich gerade einzuarbeiten. Schönen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Bapic. Auf Wiederhören.